allerdings den Eindruck, es gibt etwas, das Ihnen, Frau Merkel, noch wichtiger ist als die Interessen der deutschen Unternehmen. Und das sind die Interessen der amerikanischen Regierung und der amerikanischen Wirtschaft. Bei Ihrer Rede in Sydney, Frau Merkel, haben Sie sich ja furchtbar darüber empört, dass es 25 Jahre nach dem Fall der Mauer immer noch altes Denken in Einflusssphären gibt, dass das internationale Recht mit Füßen tritt. Wer hätte das für möglich gehalten, wurden Sie zitiert. Also da fragt man sich doch ernsthaft, Frau Merkel, wo leben Sie eigentlich? Und wo haben Sie in den letzten Jahren gelebt? Wo haben Sie gelebt, als die USA das internationale Recht im Irak mit Füßen getreten haben, um ihre Einflusssphäre auf das irakische Öl auszudehnen? Wo waren Sie, als unter Beteiligung Deutschlands das internationale Recht in Afghanistan mit Füßen getreten wurde und wird? Wo waren Sie, als Libyen bombardiert wurde, als die syrische Opposition aufgerüstet wurde, Waffenlieferungen an den IS eingeschlossen? War das alles Ihrer Meinung nach in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht? Und selbstverständlich ging es da auch nie um Einflusssphären. Ich darf Ihnen die Lektüre eines Buches empfehlen von Zbigniew Brzezinski, langjähriger Vordenker der US-Außenpolitik. Das Buch aus dem Jahr 1997 trägt den schönen Titel »Die einzige Weltmacht – Amerikas Strategie der Vorherrschaft«. In Bezug auf Europa plädiert Brzezinski dort für eine konsequente NATO-Osterweiterung, zunächst nach Mitteleuropa, dann nach Süden und über die baltischen Republiken und schließlich bis zur Ukraine. Und zwar weil, wie der Autor schlüssig begründet, ich zitiere, mit jeder Ausdehnung automatisch auch die direkte Einflusssphäre der Vereinigten Staaten erweitert wird. Dieses alte Denken in Einflusssphären, was ja sehr erfolgreich umgesetzt wurde, das ist Ihnen wirklich nie aufgefallen, Frau Merkel. Und da gehörten Sie doch zu denen, die genau das weiter umgesetzt und unterstützt haben in Europa. Sie gehörten doch zu den Vasallen, um in der Sprache Brzezinskis zu bleiben, die genau diese Strategie mitgetragen haben. Aber ich war bei Brzezinski und bei der NATO-Osterweiterung und bei der deutschen Politik in dieser Hinsicht. Frau Merkel, jetzt haben Sie Deutschland in die Neuauflage eines Kalten Krieges mit Russland hineingetrieben, der das politische Klima vergiftet und den Frieden in ganz Europa gefährdet. Sie haben einen sinnlosen Wirtschaftskrieg angezettelt, der vor allem der deutschen und der europäischen Wirtschaft massiv schadet. Und wenn Sie da so herumstöhnen, Sie müssen ja nicht in den Unternehmen sitzen, wo die Aufträge zusammenbrechen. Sie sind da nicht Arbeitnehmer oder Unternehmer. Sie müssen das nicht ausbaden, was Sie angerichtet haben. Sie warnen vor einem Flächenbrand, Frau Merkel. Aber Sie gehören doch zu denen, die mit brennendem Zündholz herumlaufen. Verbale Aufrüstung war noch immer der Anfang von Schlimmeren. Das hat Ihnen Hans-Dietrich Genscher nach Ihrer Rede in Sydney zugerufen. Nein, man muss Putin wirklich nicht mögen. Und man muss auch den russischen Kapitalismus mit seinen Oligarchen nicht mögen. Aber Diplomatie heißt, die Interessen des Gegenübers ernst zu nehmen und sich nicht ignorant über sie hinwegzusetzen. Und es fällt schon auf, wenn inzwischen Helmut Kohl und Michail Gorbatschow nahezu wortgleich warnen, dass ohne eine deutsch-russische Partnerschaft keine Stabilität und keine Sicherheit in Europa möglich ist. Der frühere SPD-Vorsitzende Platzek hat darauf hingewiesen, dass der Handel zwischen Russland und den USA in diesem Jahr gestiegen ist, während der Handel zwischen Russland und Europa und vor allen Dingen Deutschland massive Einbrüche erlebt hat. Als Reaktion arbeitet die CDU daran, sogenannte vermeintliche Russlandversteher wie Herrn Platzek aus dem Petersburger Dialog herauszudrängen. Und statt auf Verstehen setzen Sie offenbar lieber auf Unverstand. In der Ukraine kooperieren Sie mit einem Regime, in dem wichtige Funktionen des Polizei- und Sicherheitsapparates heute mit ausgewiesenen Nazis besetzt werden. Der Präsident Poroschenko redet vom totalen Krieg und hat den Krankenhäusern und Rentnern in der Ostukraine alle Zahlungen abgeklemmt. Und für Premier Jazenjuk sind die Aufständischen, ich zitiere, Unmenschen, die es auszulöschen gilt. Statt sich mit solchen Hasardeuren zu verbinden, brauchen wir endlich wieder eine deutsche Außenpolitik, der die Sicherheit und der Frieden in Europa wichtiger ist als die Anweisungen aus Washington. In einem Jahr, in dem sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährt und der Beginn des Zweiten Weltkriegs
zum 75. In so einem Jahr, glaube ich, wäre es dringend angebracht, sich an die Aussage Willy Brandts zu erinnern: Krieg ist nicht die Ultima Ratio. Krieg ist die Ultima Irratio. Krieg darf kein Mittel der Politik mehr sein, Frau Merkel. Und deshalb kehren Sie auf den Weg der Diplomatie zurück, stellen Sie die Sanktionen ein. Und sollten sich in der SPD tatsächlich die Stimmen der außenpolitischen Vernunft durchsetzen, von Helmut Schmidt bis Matthias Platzeck, dann bitte, Frau Merkel, hören Sie auf Ihren Koalitionspartner. Beenden Sie dieses Spiel mit dem Feuer. Ich fasse zusammen. Ihre Politik, Frau Merkel, spaltet Deutschland und versündigt sich an der Zukunft, weil Sie nicht den Mut haben, sich den organisierten Interessen von Banken und Konzernen entgegenzustellen. Sie haben das Erbe der Entspannungspolitik verspielt und Europa in einen neuen Kalten Krieg und an den Rand eines Flächenbrands geführt, weil Sie nicht den Mut haben, der US-Regierung Paroli zu bieten. Das ist keine Bilanz, auf die Sie stolz sein sollten. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jedenfalls haben eine bessere Politik verdient. Eine Politik, die den Anspruch Wohlstand für alle endlich einmal wieder ernst nimmt und die zurückkehrt zu einer Politik der guten Nachbarschaft mit allen europäischen Nachbarn.